Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Far Cry 4 mit mir, dem Latan. Und wir sind hier in Shangri-La. Und wer die Story verfolgt hat, der weiß, dass Shangri-La von Dämonen heimgesucht wird. Das Ganze ist eine mythologische Welt und wir müssen versuchen, zu dieser heiligen Glocke vorzudringen, die hier angebunden ist. Und das letzte Mal hatten wir hier schon einen wahrhaft chaotischen Kampf gegen Horden von Dämonen. Und an unserer Seite haben wir hier diesen Tiger und wir haben zwischenzeitlich auch einen Elefanten. Und jetzt werden wir uns mal hier reintrauen. Hier sind Pfeile. Die können wir gut gebrauchen. Ah, jetzt geht's wieder rund hier. Jawohl. Die kleinen Dämonen sind nicht so dramatisch, aber es gibt noch so große, gehörnte, die Feuerspeien. Die sind richtig assi. Oh, unser Tiger ist Vergangenheit. Müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis unser Tiger zurück ist. Oh. Ja, die Köter sind richtig übel. Wenn wir nochmal auf die schießen, dann explodieren die. Man kann sich das natürlich auch zum Vorteil machen, ne? Indem man diese dicken Dämonen hier reinlockt. Ah, da oben. Oh. Da sind die Köter explodiert. Das war nicht so gut. Okay, unser Tiger stürmt nach vorn. Wir werden ihm mal folgen. Warum der jetzt gebrannt hat, weiß ich nicht. Oh, unser Tiger. Vielleicht wegen diesen Feuerurnen. Das kann natürlich sein. Das wäre gut zu wissen, wenn das funktioniert. Gut, wir gehen mal weiter. Hier draußen, jawohl. Hier ist die Glocke. Oh. Oh oh. Schnell weg. Da war ich etwas zu... Etwas zu forsch. Gut, jetzt aber probieren wir es nochmal. Ja, diese heilige Glocke, die hat die Eigenschaft, alles Böse zu bannen. Und ihr habt diesen Vogel gesehen. Das ist wohl unser Erzfeind. Und ich denke mal, wir haben noch einen Platz frei. Und dann werden wir uns wohl hier dem Erzfeind stellen müssen. Und wir sind jetzt hier in unserem kleinen Privathäuschen. Das ist jedes Mal so, dass wenn wir aus Shangri-La zurückkommen, vervollständigen wir hier diesen Wandteppich.
Und ich würde fast sagen, wir schnappen uns den Gyrokopter und fliegen hier oben hin. Obwohl es ein ganz schönes Stück ist, wisst ihr was? Das mache ich dann mal offscreen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal zu unseren beiden Kifferfreunden. Die schicken uns immer auf einen Drogentrip. Das ist immer ziemlich abgefahren. Und genau das Richtige für jetzt, nach so einem mythologischen Trip. Komm schon! Atme! Zurücktreten, AJ! Ich weiß, was ich tue! Alter! Hat's geklappt? Ich hab dich gerade wiederbelebt. Was meinst du denn? Oh. Also gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein, 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 nein. AJ ist dran. Stimmt, das ist er. Keine Sorge, AJ. Bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Hubbly Bubbly. Weil's nirgends so krass ist wie da unten, wo es nass ist. Das werde ich bestimmt bereuen, oder? Und dieses Mal piekst du mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Ja, ich war uns den Job gemacht. Den Job gemacht. Na gut, da bin ich gespannt. Das ist immer ziemlich abgefahren. Gut, wir sind offenbar in einer Höhle. Wie immer haben wir natürlich keine Waffen und gar nichts. Hubbly? Okay. Nun gut. Dann können wir uns das bengalische Feuer schnappen. Nee, offenbar nicht. Dann werden wir jetzt hier mal eine kleine Tauchtour machen. Und ich bin mir sicher, dass das ganz schön knapp wird mit der Luft. Okay. Ja, ja, ich fange schon an zu pinzen. Okay. Hier liegt jemand rum. Der hat aber nichts. Hier haben wir aber ein bisschen Waffen und das ist keine schlechte Sache. Okay. Benutzen können wir die allerdings nicht. Doch. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gut, Messer haben wir auch. Dann ab zur nächsten Tauchtour. Oh, da geht's lang. Ich wette drauf, am Ende kommt noch so ein fetter, hässlicher Monsterfisch. Oh, oh. Das wird knapp. Verdammt. Wo bin ich? Okay. Nackt und... Was war das? Nackt und ich hab's gar nicht gelesen. Dann schauen wir mal. Da hinten soll's lang gehen. Oh.
gut. Oh. Ach Gott, bin ich hier immer erschrocken. Wie geil. Ich bin mal gespannt, was noch vom Himmel fällt. Oder aus dem Wasser kommt. Oh. Okay. Eine Heilung so. Gut. Also mit den Anlegen sollten wir uns nicht. Dann gehen wir lieber auf Flucht. Oh, cool. So. Runter hier. Oh. Na, da haben wir es geschafft, oder? Würde ich mal sagen. Wo sind wir denn? Gucken wir auf die Map. Okay, da unten irgendwo. Gibt's hier draußen keine Gegner. Keine vom Himmel fallenden LKWs. Was macht denn der? Oh, ich glaube, der wird von Fischen gefressen. Nun gut. Was ist mit dir? Ah. Ach, weißt du was? So. Gut. Was ist mit dir? Kugeln können dir nichts anhaben, oder was? Na, ich glaube aber doch, oder? Jetzt waren da drin noch ein paar Kistchen, glaube ich. Oh, Wölfe. Wir sollten ganz dringend auf eine andere... auf eine andere Waffe wechseln. Ich glaube, meine Sortierung ist ein bisschen durcheinander. Wo ist denn die Kiste hier? Vielleicht da draußen irgendwo. Na komm, kletter drüber. Dann halt hier rum. Kannst du denn? Nö. Schauen wir mal, die muss doch hier... Ah, da steht die eine und dann schauen wir mal nach der anderen. Die ist sicherlich irgendwo im Gebäude. Wahrscheinlich hier oben, oder? Nö. Hier unten irgendwo? Ah, da hinten dran ist er. Gut. So, na komm. Lass dich looten. Jetzt hat. So. Ein bisschen Munition hat's gebracht. Dann würde ich sagen, wenn wir schon hier sind, gucken wir mal nach diesem Fragezeichen. Na super, das ist irgendwo hier im Wasser. Ich will mir mal ein Jagdspritzchen reinpfeifen, denn... dann sehen wir solche hässlichen Fische wie den hier viel besser. Und wir kommen nicht hin. Nö. Wie schaut's denn... Oh, das ist alles voll mit Fischen. Schaut's denn aus mit ein bisschen...
Oh ja, da ist Gale, alles klar. Soll ich mich erstmal um die Spacken hier kümmern? Na komm, Fischi. Jawohl, weg ist er. Dann tauchen wir da mal hin. Und gucken, was Sache ist. Haben wir den Ort entdeckt? Weiters gibt's hier nichts. Dann können wir gleich wieder raus. Bevor die Fische kommen und uns in den Hintern beißen. Und jetzt kümmere ich mich mal um die warum habe ich so eine hässliche Knifte? Okay, keine Ahnung warum. Wo habe ich den verfehlt oder was? Das ist eine Schildkröte, der will ich nichts machen. Ah, da hat es noch ein Fischi erwischt, ne? Das soll mir gerade recht sein. Ja, macht mal nach Gefahren absuchen, während ich mir hier eine schöne Position suche. Oh. Also heute klappt es nicht so mit dem Aiming, hä? Nö, gar nicht. So, das war wenigstens einer. Oh, oh. Gibt's denn? Boah, Alter, geht der mir auf den Sack hier. So. Jawohl. So. Das war ja jetzt ein Krampf. Oh. Ja, lauf, Mann. Dreckswölfe. Nee, das will ich nicht. Ich will meine Knifte behalten. Ich will den Typ hier. Warum geht denn das, ne? Warum geht es nicht? Adler. Vielleicht kann man den ein bisschen... Komm her. Ne. Man kann ihn nicht looten, man kann gar nichts. Dann lassen wir das einfach. Ich würde sagen, wir potten mal zurück zu unserem kleinen Privathäuschen. Und dort werde ich mir dann fürs nächste Mal den Gyrocopter schnappen und nach Shangri-La fliegen. Und dann gucken wir mal, wie diese Geschichte in Shangri-La ausgeht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich ein Däumchen hinterlassen, in die Kommentare schreiben, meinen Channel abonnieren, damit ihr keine Folge Far Cry 4 mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Latan.